Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, ja, packe ich noch ein paar Adventskalender aus, die hier noch so rumstanden, das letzte komplette Jahr. Und die es einfach letztes Jahr nicht geschafft haben, ausgepackt zu werden. Und es geht um den Isana-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht zu werden im Herbst, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Isana Adventskalender hat, glaube ich, 14,99 € oder so den Dreh gekostet. Es kann uns aber mal schon so ein Stück weit darauf vorbereiten, was uns dann dieses Jahr erwarten könnte. Erfahrungsgemäß haben die so ein paar Produkte drin, die etwas anders sind, so über die Jahre verteilt. Ne? Also sie entwickeln sich ja schon ein bisschen weiter, auch vom Sortiment her entwickelt sich Isana ja immer weiter. Und deswegen gucken wir mal, ob er sich letztes Jahr gelohnt hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich bei diesem Adventskalender, vielleicht doch, ich weiß es nicht, habe ich es beim Balea Adventskalender gemacht, mal so ein bisschen runterrechnen, was es dann quasi werttechnisch wäre. Ist aber ein bisschen schwierig, ne? Weil normalerweise zahlst du so für so ein Duschgel Full Size 250 ml dann 50 Cent oder 55 Cent mittlerweile. Das ist dann ein bisschen schwierig, das umzurechnen auf so kleine Größen, die ja eigentlich auch noch einen anderen Wert hätten, aber ich mache es bei allen Adventskalendern, dann mache ich es bei dem jetzt auch. Ich liebe das Design von diesem Adventskalender, ne? Es ist wirklich, wirklich schön. 24 schöne Momente möchte uns der Adventskalender geben und dann gucken wir mal, ob er es schafft. Die Nummer 1. Was für eine Freude. Ja, diese Coupons, die hier drin sind, sind natürlich nur 2020 gültig gewesen. Ne? Ein Seidenglanz-Shampoo mit Lotusextrakt, silikonfrei für trockenes Haar. Und da haben wir 50 ml drin. Das ist eigentlich eine schöne Größe. Ne? Also ich verwende dienstags und freitags immer ein anderes Shampoo als regulär. Und da habe ich auch immer die kleinen Shampoos in Anwendung. Wir riechen mal dran. Riecht einfach frisch. Sehr angenehm. Die Nummer 2 möchte uns zarte Winterhände beschaffen. Das macht sie mit dieser Handcreme. War natürlich auch passend. Letztes Jahr war ja auch schon Corona, Lockdown, Rampampam. Dementsprechend passt es ganz gut in die Zeit. 30 ml ist eigentlich auch eine ganz gute Größe für eine Handcreme. Die kann man schön in der Handtasche transportieren. Und ich liebe es, dass Isana hier wirklich auch dieses Verpackungsdesign mit aufgenommen hat von dem Adventskalender. Richtig schön. In der Nummer 3 sollen wir uns überraschen lassen. Wahrscheinlich, weil es von Isana zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele unterschiedliche Ampullen gab. Das hier ist jetzt eine Q10 Antifalten, anspruchsvolle Haut. Ich mag Ampullen und ich mag auch die von Isana. Da habe ich jetzt auch schon die ein oder andere Mal verwendet gehabt. Das ist eine gute Qualität. Oh, Tannenbaum steht bei der Nummer 4. Leider haben wir keine Badewanne, aber sowas kann man auch super verwenden für ein Fußbad. Einfach nur, wenn man sich ein Fußbad einlässt und Badefüße reinmachen. Das hier ist jetzt einer, der sprudelt und färbt das Wasser. Das finde ich ehrlich gesagt witzig. Ist dann wahrscheinlich grün. Aber wonach willst du riechen? Steht hier nicht mit bei, ne? Aber steht Oh, Tannenbaum drauf. Also würde ich jetzt vermuten, dass das irgendwas mit Tanne ist. Ja, es riecht leicht waldig. Aber auch leicht süßlich. Wie ein süßer Wald. Am 5. Dezember darf man sich laut dem Adventskalender vom lieben Nikolaus etwas Magisches wünschen. Das heißt, vielleicht ist die Nummer 5 nicht so magisch, sodass man sich für den nächsten Tag etwas Magisches wünscht. Mal gucken, was dann in der 6 gleich drin sein wird. Hier haben wir auf jeden Fall eine cremige Dusche mit Softpflegekomplex. Hier sind 50 ml enthalten und ja, es ist halt eine Dusche. Ne? Nachdem man einen Tag vorher baden durfte, darf man dann jetzt am 5. Dezember duschen. Läuft. Ja, riecht halt wie eine ganz klassische Pflegedusche. Oh, ich ahne. Ich habe öfters die liebe Hanni dies und das gesehen. Und ich glaube, dass sie sagte, es wäre in Isana Adventskalender drin gewesen. Mal gucken. Die Menschen sind sehr witzig, denn im Kläppchen steht ta-ta-ta-ta. Na, ist es magisch genug? Und hier haben wir, das habe ich jetzt schon mal so vielen gesehen, eine Badekappe in Einhornoptik. Ja. Läuft. Ich habe eine Badekappe mit Flamingo-Design, die mal bei einer Haarmaske mit dabei war, die ich tatsächlich auch gerne aufsetze, wenn ich eine Haarmaske einwirken lasse. Die hier lasse ich dann verschlossen und werde sie dann meinerseits in einen Adventskalender packen, den ich selber befülle, einfach mit einem Augenzwinken für jemand anderen. Finde ich ganz fancy. Ich kann euch da den Kanal von Hanni dies und das empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein witziger Kanal und sie hat diese Maske vor allem, dieses Ding, auch aufgesetzt. Ja. Bei der Nummer 7 steht einfach nur Ho, Ho, Ho. Finde ich auch fancy, passt schon. Lippenpflege, sanft Rosé, ist einfach ein klassischer Lippenpflegestift. Aber sowas finde ich auch immer sehr praktisch und sehr cool, dass es auch in Adventskalendern vertreten ist. Denn eine Lippenpflege braucht man auch im Sommer, im Winter, ganzjährig. Ne? Deswegen finde ich schön.
Klingglöckchen, Klingelingeling steht bei der Nummer 8 mit dabei. Und hier haben wir einen Augen-Make-up-Entferner. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, pflegend, Aloe Vera und Ginkgo, ölhaltig. Und damit kriegst du halt auch wirklich so wasserfeste Augen-Make-ups runter. Da sind 50 ml enthalten. Und das ist doch schon mal ganz nice. Das muss man schütteln und dann kann man damit sein Augen-Make-up runternehmen. Ich bin eher so von dem Team Double Cleansing. Das heißt, vorher so ein Abschminkbalsam verwenden oder halt ein Öl. Dann gehe ich unter die Dusche, um da nochmal so ein cremiges Produkt zu verwenden oder einen Schaum oder sowas. Ne? Das mag ich einfach lieber, weil es irgendwie mehr bei mir reinigt tatsächlich. Also das verwende ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, solche Produkte. Aber wenn man mal verreist, ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn man mal wie irgendwann wieder verreist. Mal gucken. Gönn dir einen Booster, steht in dem Kläppchen Nummer 9 drin. Und hier haben wir eine Ampulle drin, und zwar das Isana-Konzentrat Hyaluron-Booster für jeden Hauttypen. Auch wieder eine schöne Ampulle. Mensch, das freut mich. Also diese Ampullen sind auch recht hochwertig. Weiß ich nicht, ein Euro oder so sind die ja auch wert pro Stück oder so, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dass die, wenn man da so Einzelviecher, 99 Cent, keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Finde ich aber schön, wirklich, ne? Das ist halt so eine alternative Pflege. Aber ich vermisse Masken. Masken wären jetzt auch cool. Und jetzt sind wir schon bei den zweistelligen Zahlen. Oh, du schöne Weihnachtszeit, sagt die Nummer 10 und hält uns dieses Moped bereit. Ist eigentlich in? Ich glaube, ich freue mich tatsächlich drüber, ja. Weil ich wollte immer schon mal solche Haarklammern haben. Und die sollen ja super, super nice sein, wenn man irgendwelche Frisuren macht, die dann so reinstecken. Soll es schön aussehen. Ich mache mir auch wirklich immer, wenn ich mir einen Bommel mache, hinten noch eine Haarklammer rein. Weil ich irgendwie so ein kleines Schwänzchen habe, was immer rauskommen möchte. Und ich glaube, da ist sowas gar nicht verkehrt. Will ich mal ausprobieren, ne? Fühlt sich jetzt nicht super hochwertig an. Also wenn ich das jetzt hier so hin und her drücke, ne? Die Perlen, ja, ja, feiern eine Party. Aber ich finde es schön, doch. Es ist irgendwie weird zu lesen. Schneeflöckchen bei der Nummer 11. Ist okay, ist okay. Hier habe ich eine leichte Bodylotion von Isana mit dabei für normale Haut. 48 Stunden Feuchtigkeitspflege und Vitamin E. 50 ml sind enthalten. Finde ich aber schön. Ne? Hier ist wirklich an alle möglichen Körperregionen gedacht worden. Dementsprechend ist es ganz nice, dass da eine Bodylotion mit dabei ist. Für den Winter hätte ich mir eher gewünscht, eine etwas schwerere Bodylotion zu haben. Also eine reichhaltigere Bodylotion. Halbzeit, die Nummer 12, Weihnachten steht vor der Tür. Safe, ne? Hier haben wir so einen Nagelsticker mit dabei und das finde ich ganz cool. Die sind auch von Isana. Selbstklebend sollen die sein. Ja, ich mache mir die meistens dann auf den Farblack drauf und dann nochmal eine Schicht von dem Topcoat drüber. Ist ganz süß. Ho, 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 Schneemann. Hast du nicht gesehen? Ist süß. Doch, mag ich. Ein zauberhafter dritter Advent wird uns am 13. gewünscht. Und hier ist irgendwie ein Klebestreifen bei. Isana, Arganöl und Cranberry. 1 Minute Haarkur. Das finde ich cool. Jo, sowas kann man auf jeden Fall gut anwenden. Das ist eine Einmalanwendung. Läuft. Ist schön. Arganöl ist auch sehr schön für die Haare. Cranberry, weiß ich nicht, was es für Wirkstoffe hat. Und das ist wirklich nur in 1 Minute, ne? Läuft. Finde ich schön. Mache ich mir jetzt tatsächlich übermorgen drauf. Mit den besten Wünschen wurde uns am 14. Dezember ja, ein Dreierpack Telefon, Kabel, Haargummi, Gedönsen in Transparent übergeben. Ich bin ja auch so ein Mosekopf bei solchen Produkten in Adventskalendern. Aber hey, wir haben hier immerhin 3 Stück mit dabei, ne? Deswegen. Und ich muss auch gestehen, übers Jahr habe ich mir auch welche gekauft, weil ich dachte, ich hätte keine mehr. Habe dann wieder ein Paket damit gefunden, egal. Aber ich habe daran halt echt einen krass hohen Verschleiß. Deswegen für mich richtig geil. Am 15. Dezember wird uns endlich eine kleine Auszeit im Advent gegönnt. Und zwar haben wir hier die Isana Hydro Booster Maske feuchtigkeitsarme Haut. Und das ist so eine Doppelanwendung. Die gibt es, glaube ich, auch im Standardsortiment. Wurde jetzt aber für den Adventskalender im speziellen Design rausgebracht. Und die soll pflegend sein. Und das finde ich cool. Am 16. Dezember können wir den Augenblick genießen und das können wir mit pflegendem Gesichtswasser tun für trockene und sensible Haut ohne Alkohol. Reinigt, sanft und klärt mit Aprikosenextrakt und da sind 50 ml enthalten. Normalerweise muss man solche Gesichtswasser extra runterwaschen. Also du machst damit schon dein Gesicht sauber, solltest danach aber auch nochmal das Gesicht waschen, wenn du das aufgetragen hast. Ne? Manchmal steht es tatsächlich auch hier hinten drauf. Hier steht es jetzt, glaube ich, nicht mit drauf. Nee. Tatsächlich nicht. Bei manchen musst du es runterwaschen, bei manchen nicht. Bin ich mir nie so sicher, deswegen verwende ich keine normalen Gesichtswasser, sondern nur irgendwelche Toner oder Rosenwasser zum Beispiel, wo ich weiß, dass es auf der Haut bleiben darf. Ne? Das heißt, das hier wird auch weiter wandern, aber finde ich nicht schlimm. Die Nummer 17 möchte uns glücklich machen mit dem Produkt hier und das ist Day Cream and Primer Glow and Shine Lovely Glow. Das finde ich cool, 20 ml. Also im Prinzip dekorative Kosmetik, Leute, ne? Kann man als Primer verwenden und das soll auch ein Glow mit drin haben. Werde ich ausprobieren. Mal schauen.
Nur noch 6-mal schlafen am 18. Dezember. Machen uns Nagelfallen schlaflose Nächte? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das tatsächlich ziemlich cool, dass sie sogar 4 Stück hier reingepackt haben. Nagelfallen in Adventskalendern ist genauso ein rotes Tuch wie Handcremes, Invisibobble-Nachmache, Haargummis, Scrunchies. Ne, sowas ist immer so ein bisschen schwierig, würde ich mal so sagen, also für mich. Und hier haben wir halt Nagelfallen drin, aber hey, es sind immerhin 4 Stück, die so doppelseitig sind und die halt perfekt für die Handtasche auch sind. Die haben schönes Design drauf, da beschwere ich mich nicht. Die Nummer 19 verabschiedet uns aus dem 10er-Bereich mit Das ist dein Moment und einer Ampulle. Finde ich schön, dass wir hier so viele Ampullen drin haben. Konzentrat, Express Lift, 2 Milliliter sind hier drin. Für mich ist immer die Frage, wer macht solche Adventskalender auf? Also hier würde ich wirklich sagen, Mutter und Tochter vielleicht zusammen, weil so ein Teenager-Mädchen steht, glaube ich, nicht so unbedingt auf solche Ampullengeschichten. Dafür haben wir dann hier auch so ein bisschen mehr so dieses Teenie-Gedönsen mit dieser Haargedönsen. So viel Gedönsen. Und im Prinzip ist es wirklich so Mutter und Tochter. Ne? Also ich glaube, es ist eher so ein Familien-Adventskalender oder eben, ja, Frauen, die beides witzig finden und feiern. Ich weiß es nicht. Richtig cool, in der Nummer 20 haben wir die Seidenglanzspülung passend zu dem Shampoo, was wir ja schon ein paar Tage vorher drin hatten. Und auch da haben wir wieder 50 Milliliter enthalten. Finde ich sehr praktisch, kann man dann in Kombi sehr gut verwenden. In der Nummer 21 haben wir Sag dem Weihnachtsstress Goodbye drin stehen, aber ich weiß nicht, was es suggerieren soll, weil Aggression kriege ich auf jeden Fall bei Peel-Off-Masken. Das tut mir einfach zu sehr weh. Und hier sind so ein Doppelsachet drin, das wird auf jeden Fall nicht bei mir bleiben. Porentiefe Reinigung, verfeinertes Hautbild, Aloe Vera und Pfirsichextrakt. Das tut meinem Gesicht einfach nicht gut. Ich habe sensible Haut und wenn ich Schmerzen habe bei sowas, macht das einfach keinen Spaß. Hier steht drauf normale und Mischhaut, also auch nicht unbedingt für sensible und trockene Haut geeignet. 2 Tage vor Weihnachten dürfen wir uns Zeit für uns nehmen, jedenfalls steht das im Kläppchen. Isana Weihnachtstraum Badesalz mit Erdbeerextrakt, entspanntes Badesalz mit Granatapfelduft. Hier haben wir 60 Gramm drin, das soll wohl für ein Vollbad reichen. Wie gesagt, wir haben keine Badewanne, aber sowas kann man sich in ein Fußbad geben oder man verschenkt es halt weiter. Riecht man jetzt so nichts raus, ist auch keine Duftprobe mit dabei. Das finde ich richtig cool und ich glaube, dass die liebe Marion mir die schon mal irgendwie in einem Tauschpaket gegeben hat. In der Nummer 23 haben wir nämlich eine letzte Ampulle drin und da stand jetzt im Kläppchen noch einmal schlafen oder noch einmal wirst du wach. Glow Up limitierte Edition Strahlnatter, Pfingstrose und Provitamin B5. Geil, ne? Das müsste Niacinamid sein. Hydro Glow Konzentrat, jeder Hauttyp, also voll mein Ding. Da freue ich mich drauf, die wird auch angewendet. Richtig, richtig schön. Und die kann man sehr offensichtlich auch genauso kaufen. Das finde ich cool. Oder konnte man, weil es limitiert war. Und jetzt gehen wir zu Nummer 24. Ich bin sehr gespannt, was Weihnachten dann hier drin gewesen sein soll. Das machen wir mal zusammen auf. Schöne Weihnachten. Und da haben wir keine Pflege, keine dekorative Kosmetik, ne? Sondern wir haben hier ein Schmuckstück drin. Okay. Das gucken wir uns doch mal aus der Nähe an, was das sein soll. Also, okay, es ist ein Armband, ja. Das ist halt auch nichts für mich tatsächlich. Das wird auch weiter wandern, ne? Da haben wir so Stiefelchen dran und einen Tannenbaum. Ja, kann man machen, definitiv, ne? Aber ist auch irgendwie mal was Besonderes, ist halt auch irgendwie außergewöhnlicher, weil sowas hast du jetzt nicht alle Zeit in Adventskalendern drin, die normalerweise eher so auf das Beauty-Sortiment abspielen. Ist jetzt aber nichts, was mich jetzt von den Socken haut, ne? Weil das halt nichts ist, was ich halt auch tragen würde, weil ich es sehr kitschig finde. Aber von der Idee her ganz niedlich. Vielleicht machen die dieses Jahr ja irgendwas mit rein. Wenn es jetzt zum Beispiel eine simple Kette gewesen wäre, wo jetzt nur der Tannenbaumanhänger dran gewesen wäre zum Beispiel. Das hätte ich schon schön gefunden, genau. Weil dann hast du halt eine normale Kette, wo dann ein Tannenbaum dran ist. Kann man dann auch schön zur Weihnachtszeit schön tragen. Das ist jetzt sehr, sehr verspielt mit diesen verschiedenen Stiefelchen und so. Aber meckern auf hohem Niveau, Leute, ne? Man darf halt nicht vergessen, was man für den Adventskalender ausgegeben hat. Und das war jetzt echt nicht die Welt. Mein Fazit ist auch wirklich, wenn ich die Produkte so angucke, dass wir eine sehr schöne Vielfalt bekommen haben und auch schön in das Isana-Sortiment reinschnuppern konnten. Natürlich ist es ein Pflege-Adventskalender, also haben wir nicht wirklich irgendwas an dekorativer Kosmetik mit dabei. Und dann halt ausnahmsweise einen kleinen Glow-Primer. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube auch, dass wir hier einen ganz guten Deal machen, ne? Also ist es eine schöne Sache. Eine schöne Sache, die man sich kaufen kann, die man verschenken kann und wo man sicherlich den oder die Beschenkte sehr glücklich mitmacht. Und ja, das
war jetzt so mein Unboxing von dem Isana Adventskalender von 2020. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!